glaube, der eine Typ war der große Mist, Alchi-Mist. Ah, ich wollte gerade fragen, wer das ist. Ja. Ein jeder wäre wohl überrascht darüber gewesen. Entschuldigung, aber ich versuche auch herauszufinden, wer könnte die Stimme sein? Ich habe keine Ahnung. Okay, weiter. Ja? Er reagierte nicht eigenartig. Anders als die anderen Augenzeugen wirkte er beunruhigt, als fürchte er sich wahrlich vor etwas. Ich glaube, ich könnte das jetzt so nicht sagen. Also dafür ist es für mich auch gerade zu leise. Ich könnte es ja mal, so fies wie ich bin, wenigstens ein Stück lauter stellen. Das müsste nicht so schlimm sein. Okay, so. Zumindest, dass du nicht so laut bist, nicht, dass du mich am Ende nicht mehr hörst. Doch, doch. Nachdem jener Glockenturm erschienen war, veränderte sich Meister de Victoire. Er wurde ein anderer Mensch. Ich habe keine Ahnung, welche Stimme das ist, aber ich weiß, es wird schon irgendwo mal gewesen sein, aber hattest du irgendwo eine Liste mit den ganzen deutschen Synchronsprechern gefunden? Also wo du auch gefunden hast, wer den Schöpfer macht? Ich weiß nicht, ob es da eine Liste gab. Ich war auf der Schöpferseite im Leighton-Wiki und da stand es unten. Ach so, na, vielleicht findest du was zu Erlington. Ich schau mal. Ja, okay, ich mach so lange weiter. Aber ich krieg's doch nicht mit. Macht nichts, ich erzähl dir alles. Ach, jetzt geht's auf einmal wieder ohne Gesprochenes. Okay, dann lese ich mal. Moment mal! Komisch, da kommt gerade kein Moment mal. Oh, ich muss das richtig einsprechen. Moment mal! Das Leighton-Wiki liegt bei mir so lahm. Ich weiß nicht, wieso. Liegt bestimmt an deinem Internet. Oder am Leighton-Wiki. Moment mal, ihr habt gesagt, nachdem der Glockenturm plötzlich... Moment, was war denn nochmal? Achso, erschienen war? War das jetzt richtig? Ja, ungefähr. Wie hieß die nochmal? Dominika. Okay. Lädt's bei dir gerade nicht oder doch oder? Doch. Okay. Gut, dann. Jetzt such ich ihren Namen wiederum. Also es ist eine Frau auf jeden Fall. Da hast du recht. Okay. Jetzt schaue ich noch, ob ich was finde, was sie so. Was man so kennt. Genau. Und eine Hauptrolle, wenn es geht. Auf jeden Fall viele Animes. Viele Animes, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Synchronsprecherin. Ja. Na dann. Ja, ich habe hier ganz viele Filme, da steht aber nicht welchen Schauspieler oder welche Schauspielerin jeweils, sondern nur welche Figur. Ach so. Mystique zum Beispiel in X-Men. Das kennt man noch. Also the Hottie and the Hottie. Ah nee, The Hottie and the Naughty. Ein Scheiß gibt's. Sie war der Orakelfisch in Dragon Ball Z, Kampf der Götter. Oh, Kampf der Götter? Echt? Ja, der Orakelfisch. Der Orakelfisch, den kenne ich, aber nicht aus dem Film, sondern aus dem Anime, Dragon Ball Super. Ah, da kommt okay. Er auch vor. Kampf der Götter ist doch mit diesem einen Dimensionsgott und dem anderen Dimensionsgott, oder? Gott Weiß der ich nicht. Zerstörung oder sowas. Habe ich auch nicht gesehen, weil das relativ... Würde zumindest eigentlich so ein bisschen Sinn machen, aber andererseits, warum machen die dann nochmal ein Anime darüber? Keine Ahnung. Aber gut, schon mal gut. Vielleicht gucke ich mir den Film mal an. Jetzt, wo ich weiß, dass da eine bekannte Stimme drin ist. Die von Son Goku. Scroll ich mal runter. Ach, das ist nämlich Tommy Morgenstern. Hoffe ich immer noch. Also im Japanischen ist es immer noch die gleiche Stimme wie zu Anfang, würde ich meinen. Ich gehe davon aus, und? Dass er das noch ist. Hä? Ich gehe davon aus, dass er das noch ist, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, ich meine im Japanischen, da ist es ja durchweg immer eine Stimme gewesen. Ja. Ja. Auch eine Leistung. Ja. Vor allem, weil es immer eine Frau war. Auch im Erwachsenenalter. Krass. Na gut, mach mal deinen Text hier lieber. Oh, was?
Gravity Falls. Wen? Giffany. Cool! Damit kann ich was anfangen, aber das hätte ich nicht rausbekommen, dass das ausgerechnet diese Stimme ist. Das wäre mir nie aufgefallen. Mhm. Siehst du mal. So, jetzt. Oh aber Mist, jetzt habe ich schon weiter gedrückt. Na egal. Mach mal. Als sie einen Vorfall, der den Glockenturm betrifft, erwähnte. Warum fürchtete sich mein Meister dermaßen vor dem Turm? Das muss ich noch begreifen. Aber trotzdem, wenn die Giffany gesprochen hat, ist ja top. Giffany ist eine meiner Lieblings-Gravity Falls-Figuren. Wenn nicht sogar meine Lieblings-Gravity Falls-Figur. Und irgendwo später kommt auch Rumble McSkirmish. So. Hatten wir das gerade? Ja. Gut. Glaubt ihr, das stand irgendwie mit seinem Tod in Verbindung? Ich glaube, das muss Magie gewesen sein. Ich meine, den Glockenturm, der einfach so aus dem Nichts erscheint. Ja. Der kam einfach aus dem Kochtopf. Mit Magie. Mit Hot Magie Sox. Kommt... mit Magie macht das Kochen Spaß. Oh. Miss Sister Erlington. Jetzt habe ich den erst. Oh Gott. Miss Sister Erlington, macht es euch etwas aus, wenn wir dieses Haus untersuchen? Mir ist natürlich bewusst, dass die Inquisitoren schon vollständige Ermittlungen durchgeführt haben. Aber es könnte vielleicht Hinweise auf einen Zusammenhang zur großen Hexe geben. Nun, das nehme ich an. Vorausgesetzt... ich darf euch begleiten, versteht sich. Überall stehen empfindliche Geräte. Und es liegt in meiner Verantwortung, darauf Acht zu geben. Das verstehe ich. Wir sind vorsichtig. Phoenix, wieso hat dieser Junge einen Sprachfehler? Weil wir das so wollten. Und ich frage mich, wie der Professor und Luke mit ihrem Besuch beim Schöpfer zurechtkommen. Und Überblendung. Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Labyrinthias Gründer zu treffen. Hoffen wir bloß, dass sie den Kerl nicht aufregen und er eine unangenehme Geschichte über sie schreibt. Gut, dass der Professor ihn trifft und nicht du. Er kommt bestimmt klar. Ich habe das Gefühl, sie kommen mit ein paar... Was ist denn heute? Ich habe das Gefühl, sie kommen mit ein paar hilfreichen Hinweisen zurück. Ein paar Hinweichen, Hilfreisen. Hilfsreisen, ja. Ja, ja, auch gerade gedacht. Hinweichen, Hilfsreisen, das ist schön. Phoenix, du bist auch hirnweich. Hirnweiche Hilfsweisen. Wir müssen unser Bestes geben, Nick. Lass uns weiter ermitteln. Du hast recht, Maya. Zeit zu schweigen und zu ermitteln. Aha, das ist die richtige Einstellung. Warum Zeit zu schweigen? Okay, was haben wir für ein neues Rätsel? Der Turm. Mhm. Herrn de Victoires Butler Erlington zufolge erschien der Glockenturm auf mysteriöse Weise eines Tages nach einem Blitzeinschlag. Dieses Erscheinen schien den Alchemisten sehr aufzuwühlen. Dieses Erscheinen schien. Scheinbar. Scheint so. Ja. Der Glockenturm wird permanent bewacht. Obwohl... Das wäre... Ich habe mich schon gefragt, warum da obwohl nicht zusammengeschrieben ist. Obwohl eine Verbindung zum Tod des Alchemisten besteht. Er wird bewacht, obwohl eine Verbindung besteht. Verrückt. Ja, wird permanent bewacht, obwohl eine Verbindung zum Tod des Alchemisten besteht. Das ist gut. Hm. Ja. Aber nee, eigentlich weniger obwohl, sondern wohl eher weil. Das ist ja der Witz. Oh, ja. So, was haben wir? Haben wir hier irgendwo was Neues? Gedankenspiele? Dann stünde neu dabei, vermute ich. Ja, der Schöpfer möchte mit mir reden. Ich frage mich, welche Rolle ich in seiner Geschichte spielen soll. Anscheinend ist meine Präsenz nicht vorgesehen und diese lag nicht in der Absicht des Schöpfers. Okay. Bla 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 bla. Ja. Wir trafen Sophie, obwohl sie nicht schuldig gesprochen wurde, angeklagt und der Grund, bla bla bla, ist ja auch egal. Die große Hexe Vegana. Ach. Der große...
Wieso klickst du überhaupt noch weiter, wenn wir das auch selbst können? Hallo? Ich sag's ja, das passiert jetzt aber wirklich viel zu häufig zufällig. Das ist mir ungeheuer. Das macht mir Angst. Ja. Ja, du? Also, hattest du das Wirt schon? Nee. Den Wirt? Der liegt gerade auf mir. Der großen Hexe, Veganer Wirt. Danke, Maya. Ich bin ja Luke und nicht Maya. Der großen Hexe, Veganer Wirt. Der Prozess gemacht. Das wird Labyrinthias letztes Kapitel. Hatte der schon einen Sprecher? Weil vorher wurde ja gesprochen. Aber gut, mach du. Ich versuche es wie Jonathan Frakes zu sprechen. Aber oder zumindest wie Jonathan Frakes ihn spricht. Weil er ja irgendwie so etwas in der Stimme hat und ab und zu die Sätze abbricht. Wie Günther Jauch. Nein, ein angemessenes... Das wird Labyrinthias letztes Kapitel. Okay, ich mach mal weiter. Ein angemessenes Ende für eine Stadt, die von Hexen und ihrer Magie beherrscht wird. Soll ich glauben, dass dieses letzte Kapitel bereits begonnen hat? Korrekt. Und es wird euch unmöglich sein, seinen Ausgang zu ändern. Daran habe ich meine Zweifel. Seht ihr, ja, ich habe einer jungen Dame mein Wort gegeben. Ich habe ihr versichert, sie in jedem Fall zu retten. Warum hat eigentlich Professor Layton Gedankenspiele zu dem Turm gemacht, wenn er doch gar nicht anwesend war? Das habe ich mir auch gedacht. Ja. Das wollte ich nur nochmal loswerden. Professor Layton ist so schlau, dass er sogar aus der Entfernung Sachen merkt. Und mitbekommt. Und weiß einfach. Er weiß Sachen. Er weiß es einfach, genau. Er weiß sowieso schon alles. Er hat schon längst das Ende dieser ganzen Geschichte durchschaut. Er lässt sie nur noch... Er spielt halt mit, damit die Leute nicht enttäuscht sind. Ja, genau. Das Spiel wäre eigentlich schon vorbei. Wenn ich mich nicht irre, findet der Prozess der großen Hexe in 2 Wochen statt. Am selben Tag wie die nächste Parade. Das sollte uns genügend Zeit lassen, euch zu demonstrieren, wozu wir in der Lage sind. Welch selbstgefällige Haltung. Die finde ich unerträglich. In 2 Wochen, meint ihr? Die Information ist nicht aktuell, fürchte ich, Herschel Layton. Nicht aktuell? Was meint ihr damit? Meine Parade wird... übermorgen! ...abgehalten. Der korrigierten Geschichte zufolge... Das hat er gerade umgeschrieben, der Penner! Was? Schon übermorgen? Das ist unfair. Das ist schon eher die Einstellung, die ich von den Figuren in meiner Geschichte erwarte. Was? Genau das tue ich. Wusstet ihr das nicht? Ich entscheide über das Schicksal der Figuren, die ihre Zukunft nicht kennen. Mir scheint, ihr seid euch des Ernstes der Lage noch nicht vollständig bewusst. Lasst mich einmal sehen. Nur zum Vergnügen schreibe ich euch eine kleine Geschichte, voller Überraschungen und einigen Tränen. Und ich erfreue mich an den Emotionen der Figuren, wenn sie ihre Rollen spielen. Oder Rolle. Eine Geschichte für uns? Aber es ist doch noch gar nicht Nacht. Geschichten sind ein zentrales Element in dieser Stadt. Es wäre weise von euch, diese zu akzeptieren. Schauen wir einmal. Wir brauchen einen anregenden Vorfall. Eine Hexe. Ein wenig Hexerei. Und vielleicht noch einen Tod. Tod. Das könnt ihr nicht tun. Oh, gewiss doch. Nun denn, dies ist die goldene Gelegenheit, die Residenz des Alchemisten zu nutzen. Wie wäre es damit? Euer Kamerad begegnet in der Alchemistenresidenz dem
Tod durch den goldenen Fluch! Das könnte wahrlich eine interessante Geschichte werden. Auf keinen Fall! Handelt ruhig, wie ihr wünscht, wenn ihr eure Rolle in der Geschichte spielt. Wie könnt ihr nur? Was steht denn da genau? Moment. Mem... Yoku... Yokuen... Sohu... Yuene. Und uns steht Kuyutus... Ach so. Ja, Yuene... Oder Lo... Hem. Das ist bestimmt dieses, Lorem Ipsum... Wie hieß denn das? Lorem Ipsum... Irgendwas, was immer so dieser Standardtext, der auf Druckertestware steht. Ich habe keine Ahnung, was da steht, habe ich nie drauf geachtet. Irgendwas mit Lorem Ipsum. Muss man mal googeln. Ja, der Beginn einer neuen Tragödie, beziehungsweise Posse. Wer sagt denn das jetzt eigentlich? Ich würde den Schöpfer nehmen. Der Beginn einer neuen Tragödie. Beziehungsweise Posse. Der Beginn einer neuen Tragödie. Beziehungsweise Posse. Wo du gerade... Ja genau, mach mit Emmy weiter. Emmy ist die Erzählerin. Ja. So liegt das Opfer eines goldenen Fluchs bei einem Anwender unechter Alchemie. Unter dem goldenen Fluch steht ein Mann aus weiter Ferne. Der leidvolle Aufschrei einer Frau aus weiter Ferne erklingt. Aus weiter Ferne. der goldene Fluch, das ist doch bestimmt das hier, Midas. Kennst du die Geschichte? Mhm. Ja. Da gab's mal eine Disney-Variante. Ja, genau, davon. Die habe ich gesehen. Ganz ich oft. Auch. Ganz, ganz auch. Oft. Oh Mann, der arme Kerl. Ich weiß gar nicht, wie ging das so aus, dass der Fluch wieder aufgehoben wurde? Bei Disney oder in echt? Bei Disney. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe den dann noch Hamburger essen sehen. Ich weiß nicht, ob das am Ende war oder am Anfang. Ich weiß es nicht mehr. Joey, komm. Was willst du denn? Die Trauer, gefangen im düsteren Prozess, soll die Feuergrube sie von allen Sünden reinwaschen. In weiter Ferne. Unter dem goldenen Fluch steht ein Mann aus weiter Ferne, der leidvolle Aufschrei einer Frau aus weiter Ferne klingt. Also, aus weiter Ferne. Ja, damit sind wohl dann einfach bloß Phoenix und Maya gemeint, okay. Ja. Damit Maya und Harald gemeint sein. Also langsam, ne? Oh, wie gemein. Bist du der Schöpfer? Ja. Ja, immer, ja, im Grunde sind wir die Schöpfer. Wir sagen da immer irgendwas und dann passiert das. Hey, wir spielen unsere Rolle richtig gut. Hey, was war dieses Blim? Wenn wir nichts unternehmen, wenn wir nichts unternehmen, geraten Mr. Wright und Herr Wright und Fräulein Fay in Gefahr. Fräulein Wright und Herr Fay. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Luke. Machen wir uns auf die Suche nach ihnen. Ich glaube, den goldenen Fluch wird dann plötzlich Dings abkriegen. Jeanne. Dark. Erlington. Erlington. Nennen wir ihn Erlington. Einverstanden, Professor. Genau. Einverstanden, nennen wir ihn Erlington.